einen wunderschönen guten Morgen gewünscht draußen, meine Lieben. Mit deiner Kamera sieht das immer so schön aus in meinem Haar. Wir waren jetzt gerade ganz kurz bei Kick und haben die Aufnahmen gemacht für das Werbereel gleich. Also für heute. Und Matthias spritzt jetzt mal kurz hier die Vogelkacke ab. Ich hoffe, dass es klappt. So oft sind wir hier nämlich nicht, aber ich weiß halt, dass man hier mit Karte bezahlen kann, diese Spritzdings. Ah, ja, funktioniert. Okay, cool. Ja, weil sonst geht uns die Folie kaputt. Das wäre echt ungünstig. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo habe ich den gestern gestanden? Auf dem Ikea-Parkplatz. Einfach so. Da war gar nicht mal ein Baum oder irgendwas. Aber das Auto wurde voll geschissen, Alter. Nicht normal. Deswegen schnell abmachen, bevor es uns irgendwie die Folie verätzt hier. Hier auch kein großes Ding draus, sondern nur abspritzen und dann gehen wir nach Hause. Ich warte schon die ganze Zeit auf so einen kritischen Blick, dass es nicht mehr weggeht. Also dass quasi das eingebrannt ist in die Folie. Vogelkacke ist so ein bisschen Endgegner für Folien. Er sagt aber auch nichts, ne? Er guckt mich nicht mal an oder irgendwas. Teilweise ganz schön nah ran mit der Düse. Wie er nichts sagt, der Lappen. Er guckt nicht mal. Ich weiß auch nicht, ob die Reel-Aufnahmen gut geworden sind. Irgendwie wusste ich heute nichts mit mir anzufangen. Manchmal hat man so Tage, wo man überhaupt nicht weiß, was man sagen soll, worum es geht oder irgendwas. Ne? Das ist dann manchmal echt verzwickt. Wahrscheinlich will er jetzt noch den Rest der Sprühkraft noch verwenden für irgendwas hier. Ich mach ständig Scheinwischer an. Ah, nee, er guckt nicht. Ist okay? Nee, er sieht mich nicht. Jetzt geht er zum Automaten zurück. Holt sich nochmal die Bürste? Ist noch ein paar Minuten drin oder irgendwie sowas hat er gesagt. Egal. Wir gucken uns jetzt gleich erstmal zu Hause das Material an. Und da muss Matthias ja auch arbeiten. Der hat ja jetzt hier nicht irgendwie die Weltzeit für mich. Und ich werde mich dann nachher gleich mal kümmern um ein Reel für heute. Und überlege, was ich den Kindern heute zu essen machen kann. Also das, was ich nachher zum Mittagessen kaufe quasi. Wir haben es jetzt 10.35 Uhr, dann wird es wahrscheinlich genau hinkommen alles. Mit Luschi abholen und jetzt mal gucken, was er sagt. Ich hätte zwei Takte genommen, das waren 2 Minuten. Ich habe mal ein bisschen Zeit gehabt. Ach so. Habe ich nochmal Glanzspülen drüber gemacht. Ja, okay. Und hat das jetzt funktioniert oder sieht man noch was? Nee, ist weg. Okay, cool. Ich habe es geschafft, die Tür anzubringen. Matthias hat mir, nachdem er den Block geschnitten hat und gesehen hat, dass diese weiße Tür nicht mehr passt, dass sie nicht passt, hat er mir die in schwarz geholt. Aber da unten ist jetzt offenbares. Warte mal. Hey, wie geil. Ja, ne? Einfach hier so. Ich will den Leuten was zeigen. Ich habe ein bisschen Angst. Rein und Tür zu. Wo seid ihr? Rein und Tür zu. Die sind schon wieder drin. Die kleinen Schweine. Ah, meine Jacke ist runtergefallen. Ich will kurz den Leuten noch zeigen, wo sind die? Ich habe eine ganz krasse Karte heute getauscht. Hier. Bitte. Man sieht jetzt das Leben nicht. Also, das Leben ist ein... Na, wie heißt diese Zahl hier? Die hier? Ja. 1, 2, 3,
Das sind 1.500.000. 1.500.000 macht die, hat das Leben und sie macht 5.000 Schaden. Ja. Tür zu! Ich kann noch rein. Luschi, hast du schon die Tür gesehen, die ich bei dir eingebaut habe? Oh. Geh mal gucken. Mama, Luschi. Mama. Geh mal gucken, was ich bei dir gemacht habe im Zimmer. Warte, mach ich sie gleich, warte. Ich möchte nicht in die Regel die anpacken. Und wie kommst du jetzt rein? Komm rein. Oh, ich komm rein. Meine Mama. Ich komm rein. Renn jetzt. Und zack. Ist cool, oder? Komm mal raus. Vorsichtig, komm mal raus. So, ich hab schon die Maschinen fertig gemacht. Wo sind denn die Vögel? Ja, wie sind die jetzt drin? Die sind alleine reingegangen. Bin reingeguckt, aber habe ich nicht. Komm mal raus. Vorsichtig, langsam. Komm raus. Kannst einfach einen Finger durchstecken. Ja, komm raus. Klasse. Super. Mal gucken, ich glaube nicht, dass Schwabi sich da durchtraut. So, wollen wir das jetzt mal machen? Ja, aber ich will, dass die raus. Komm, Lisa. Ja, mach ich. Komm rein, also Tür zu machen. Sensibilisierung Part 2. Ich dachte, das ist auf der Seite. Oh nee, ja, weil das immer, wenn ich einmal, das ist voll auf den Kopf gefallen. Ja, so. Oh, Tier. So, so zickig sind das gar nicht mehr. Die kann heute schon auf meinen Picker. Oh. Fuck. Das tut gerade so weh, was ihr da macht. Ich finde, die Eingänge sind viel zu klein, um dass ich sie hier rausbekomme. Das ist jetzt das Mädchen? Wie gesagt, sie können, die sind jetzt ein bisschen... Ist das jetzt das Mädchen oder der Junge? Achso. Muss man jeden Tag das Ding so rausholen, dann würden sie irgendwann den Hund das gar nicht mehr stören. Das stört die jetzt schon nicht mehr. Also meine Hand stört die nicht mehr. Also dieser eine Astiger stört mich. Mit dem Ding kann ich gar nichts machen. Astma! Alter, die Finger sind ja schon. Nee, die schürzt gleich hier ab. Hä? Stimmt gar nicht. Frag mal Papa, wo die mal gelandet sind. Die überall gehen. Die schürzt das ab. Alexa, Marius Zimmer 100%. Ich sage die Zeit. Sie sagt immer, deine Zimmer unterstützt. Hast du Silber gehört? Nee. Ist einfach draufgekommen. Ja, der Junge ist ein bisschen knabbi. Die erinnert sich wieder, wie es früher war. Kannst du lassen? Maris, also wenn du da nur ein bisschen Zeit rein investieren willst, ja, die würden sogar mit dem Duschen gehen. Was, wirklich? Ja, klar. Nein, nein, nein. Ja, so. Papa! Meine hat damals sogar Eier gelegt. Wirklich? Ja. Und sind das da neue Babys geworden? Was ist denn die Kleine da, Tanja? Kann man das essen oder kannst du es abbeißen? Nee, kann sie gar nicht machen. Das ist Holz und so ein Kram. Ach so. Ich hatte Schiss, dass es irgendein Wachs ist oder so, den sie einfach abbeißen kann. Was ist das? Amidis Amida. Mann, warum ist der Junge so? Komm auf meine Hand. Oh, ihr so Angst. Mann, ich hab nur Angst, dass sie mich pieken, sonst nix. Selbst wenn sie dich reinpieken, tut das nicht weh. Hat schon mal ein Mensch deswegen geblutet? Ja klar, ich hab auch schon mal richtig... Also jetzt waren die Nymphensittiche, die sind immer einen Ticken größer. Jetzt hältst du ihn richtig fest? Mann, nur an der hinten halt. Ich freue mich gerade so, keine Ahnung. Also ich würde dich halt auch einfach... Du kannst auch einfach so rauskommen, weißt du? Du musst so. Ich glaube, das Mädchen landet da oben, weil sie möchte, dass der rauskommt. Ja. Mhm. Weil die wollen ja beide drauf sein. Warte, ich möchte mal meine Schreibtischlampe anmachen. Dann haben die Leute auch Licht. Papa! Guck mal, meine Schreibtischlampe! Guck, Papa!
Matthias, guckst du? Warte. Ich weiß, ich habe die gestern zusammengebaut. Ach so. Mann! Kannst du meine raus jetzt? So. Ich will doch nicht wegkommen, Maras. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Ja, die können doch nicht so lange fliegen. Die müssen ja erst trainieren. Na, nicht weggehen! Wo ist der? Die müssen sich da. Wo ist der? Hier bei mir. Er muss doch lernen, dass seine Schulter was ist, wo er sich immer zurückziehen kann. Du darfst denn, die haben selber Angst, deswegen fliegen die doch hier rum. Ja, ich würde nicht rumfliegen, wenn ich Angst habe. Nee, was würdest du denn dann machen? Einfach mich irgendwo einsperren. Ja, machen sie auch. Die gehen sofort wieder rein, wenn sie können. Hallo. Wer ist netter, das Mädchen oder der Junge? Der Junge ist zahmer noch. Was heißt zahmer? Dass er mehr keine Angst hat. Und die Mädchen sind eher zickig, so wie sie halt sind. So, Mann. Aber machen sie jetzt schon gut? Ja. Wie schnell die sind. Tada! Okay, Mann. Wie ist denn das mit dem Mädchen? War nicht so begeistert? Klack, klack, klack. Sie guckt halt immer, wo der Käfig ist und will jetzt auch wieder rüber. Die müssen halt checken, dass du eigentlich einen Freund machst, das nicht bücken. Als wenn sie bei dir auf dem Kopf, also die meine sind früher auf dem Kopf gelandet immer. Ich habe dann mal mit den Haaren Nest gebaut. Ja. Oh nee. Hat weh? Nein, die zwirbeln nur. Und das musst du jetzt eigentlich die ganze Zeit machen. Also immer mal so 20 Minuten am Tag oder was. Einfach die Hand halten. Du siehst ja, dass die haben. Die wollte ich ja nicht. Guck mal. Und stehen dann. Und jetzt geh schon, das kleine Herzchen. Ja, ist anstrengend für die. Können ja nicht so lange fliegen. Und die hier sowieso nicht, weil die ja kaum fliegen. Mavi, mal gucken. Mama. Bleib stehen. Einfach stehen bleiben. Die trauen dir noch nicht, deswegen würden sie auch erstmal nicht auf dir landen, weißt du? Weil sie immer weg können, funktioniert das für die auch. Du drängst dich in die Ecke, sondern die kommen rauf und dann fliegen sie einfach weg, wenn sie keinen Bock mehr haben. Nein. Schnubbeln nur, die beißen nicht richtig. Mach mal bei mir, wie machen? Stimmt das so? Das ist alles. Die haben doch keine Kraft. Was, wie sollen die denn? Also da ist halt ist wirklich nicht schlimm. Und irgendwann trauen sie sich dann auch bei dir drauf zu landen. Oh, kriegst du das ab. Ja, das ist ganz normal, dass die jetzt mal abstürzen. Kannst du denn gleich wieder einen Käfig machen? Nein! Stopp, nein! Das ist doch mal Kopf. Oh, Maras, die ist Maras. Was denn? Ich bin voll gegen den Kopf geflogen. Alter! Die Scheibe, ey. Wo ist die? So, kleiner, schneller Adventskalender-Haul. Ich weiß jetzt nicht, was ich wie viel für wen habe, aber ich habe ein paar Sachen geholt, damit ich mal anfange, überhaupt was zu besorgen. Das hier werde ich Marlene noch zusätzlich zu Weihnachten schenken. Ich habe gerade eben schon mal erwähnt. Ich werde gucken, dass Marlene jetzt nicht mehr wirklich Geld zugesteckt bekommt, was sie einfach nur noch wild verprasst. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ich werde ihr jetzt immer peu à peu Sachen kaufen. Gutscheine, Sachen, die sie mir mal so geschickt hat, die sie gerne für ihre eigene erste Wohnung hätte. Und da fand ich die hier total süß. Das ist eine
Kuscheltierpflanze. So weich, so süß und so dekorativ. Ich finde das so toll. Und habe davon auch noch gleich was Kleines geholt. Ich finde, so sieht doch voll putzig aus. Und das passt dann auch in den Kalender mit mich rein. Für Marlene, glaube ich, habe ich davon sogar 3 gekauft. Ich muss jetzt gucken. Ich glaube, so war das geplant. Sie hat 3 und Mara hat 2 davon, bin ich der Meinung. Einmal auch diese und... diese. So süß, ich finde sie so toll. Ja, auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich noch überlegen, für wen das jetzt genau ist, muss ich noch gucken. Und dann haben wir die kleinen... Die sollte er gar nicht mitnehmen. Aber kannst du noch draufpacken? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist halt voll sinnfrei, weil wenn wir so durch die Gegend gehen, dann machen wir einen Fuß. Nein, du verstehst nicht. Damit lädst du dann drinnen den Akku auf. Nee, ich glaube nämlich nicht. Doch. Warte. Die ist jetzt an. Ach so. Ja. Und das ist, warte. Ist das? Warte. Und dann kannst du hier... Was ist denn das hier für ein Knopf? Also es ist eine Taschenlampe. Also es ist eine Taschenlampe, guck mal, die leuchtet, guck mal, die leuchtet doch jetzt die ganze Zeit. Ja, gib doch her, du sollst jetzt aber nicht spielen, gib mir, ja, geh arbeiten. Ich weiß halt nicht, wozu der zweite Knopf da ist. So Kleinigkeiten halt, so eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe, die keine Batterie braucht. Das hier ist zum Beispiel von Maras, weil, oder von der zweite. Ja, also, das ist von so einem Spiel und sowas, ne? Ich habe aber auch sowas geholt, was mal an einem Tag drin ist. Keine Ahnung, was Matthias hier wieder gekauft hat. Also, wenn ich mit Matthias einkaufen gehe, das ist eine Katastrophe. Was passiert jetzt gleich, wenn du wieder umkommst mit dem Mülleimer? Das muss ich dann auch ganz klein falten für Luschi. Was ein bisschen teurer war zum Beispiel das hier mit 5 Euro. So ein kleiner Block mit einem kleinen Stift, da kann sie unterwegs ein bisschen malen. Oder das hier, das war das teuerste, glaube ich, was ich ihr geholt habe. Das waren so kleine Ringe, auch voll süß. Ne? Keine Ahnung, warum man das geholt hat, weil das ist auch wieder viel zu groß. Hä? Kommt der Block da raus? Ja, muss noch gucken. Sowas. Wer ruft an? Nee, das war gerade ein Geschäftstelefonat. Genau, also ihr seht, ich habe nur so ein Kram halt geholt. Was ist das, Matthias? Weiß nicht, hat er einfach eingepackt. Ihr dürft nicht mit mir einkaufen gehen. Ich stehe an der Kasse, er verschwindet einfach. Er ist einfach weg. Schlimmer als jedes Kind. Squishy Mellows, naja, kann nicht schlecht sein, auf jeden Fall. Squishy Mellows sind immer gut. Ja, halt lauter so schnelle Fans, ne? Ich finde tatsächlich, der Einkauf, der war ja jetzt eigentlich nur, bis auf jetzt hier diese kleinen Pflänzchen, nur für Luschi und Mares. Und da war ich jetzt schon bei 125 Euro, also 124,13 Euro. Finde ich tatsächlich ein bisschen happig. Wollte ich gar nicht ausgeben. Ich wollte immer so bei 2, 3 maximal Euro bleiben. Dann kommen die aber 6,99. Dann kommt der hier aber schon wieder bla. Wisst ihr, was ich meine? Klar, sowas habe ich auch immer so mit 99 Cent dazwischen. Oder hier 59 Cent. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt schon ziemlich teuer. Werde jetzt für die beiden großen Mädels noch gehen zu Douglas und zu Rossmann. Ja, aber so diese kleinen Kalender dann, weil da sind immer coole Sachen drin. Warum kriege ich eigentlich so einen Kalender? Jeden Tag irgendein neuer Synthesizer oder jeden Tag eine neue Drohne oder was weiß ich. Hast du einen Schaden? Oder wie teuer soll denn dein Adventskalender sein? Ich gebe zu, das passt gar nicht rein. Was hältst du denn davon, jeden Tag einen neuen Schlüssel zu irgendeinem Auto? Fuck. Die ganze Straße, alles Pflegers. ja, also das sortiere ich mir jetzt quasi hier in die Kisten ein, dass ich einfach mal einen Überblick bekomme. Dann habe ich schon bestellt für Mara ein Nikolausgeschenk. Marlene, werde ich jetzt auch gleich bestellen. Und dann muss ich mich nur noch kümmern um die anderen drei. Genau, und das hier, das ist ja ein Axolotl von Minecraft. Eigentlich passt der voll gut zu Mares, weil der spielt ja Minecraft. Ja, es ist halt eine coole Lampe, aber die ist pink und ich weiß, dass Axolotl auch voll Marlene-Style ist. Ja, ich weiß. Die würde ich auch feiern und die spielt aber auch. Aber ich glaube, Matthias, ja? Hier steht drauf 5 Colors.
Achso, der kann verschiedene Farben. Kann alle Farben. Das ist doch noch besser. Und Maris sammelt ja so eine Lampen. Matthias hatte ihm ja schon von PlayStation diese PlayStation-Symbole geholt und so. Also Maris hat ja quasi ein kleines Lampenkraftwerk in seinem Zimmer. Ich glaube, da ist das für Nikolaus ein Teil auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. War jetzt auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die kam, Matthias meinte 10 Euro. Ja, ob das stimmt, 10 weiß ich Euro oder 12 Euro, ich weiß nicht, ob das so. Aber vielleicht ist da ja auf jeden Fall was bei, was ihr für eure Kinder für Nikolaus habt oder so. Wie nennt man das? Minecraft? Ja, steht hier natürlich nicht. Doch, hier. Wie viel denn? 20 Euro. Ja, okay. 15 Matthias. Euro oder 20 Euro? Wo ist der Unterschied? Du holst dir halt einen Döner weniger und zack, hat ein schönes Geschenk. Ja, hier zum Beispiel, das fand ich auch sehr geil. Kostet aber auch 4,95 Euro. Für Luschi. Warte, das muss ich euch zeigen. Das fand ich auch so toll. Warte, hier. Und das passt perfekt rein, ne? So ein kleines Zebra und das kann dann auch klappen, hat so ein kleines Spiegelchen und eine kleine Mini-Haarbürste. Ist schon süß und das passt halt perfekt rein, ne? Kann sie dann in ihre kleine Bauchtasche schmeißen oder so. Das ist schon knuffig. Ich habe auch eine Bauchtasche auch so für sie. Habe ich schon gezeigt. Genau, also das sind meine Ideen. Naja, zeig mal, wie sie da steht. Oh ja, und sie reißt gleich die Dinger um. Halt dich fest, Hase. Ja. Bist du ein großes Mädchen langsam, ne? Ja. Ja. Mavi bekommt, also ich habe zwar... Mir ist schlecht gerade. Ich habe zwar für Mavi einen Adventskalender gekauft, aber sie kriegt keinen. Weil sie versteht das noch gar nicht. Ich werde jetzt wiederverwendbare, selbstbefüllbare Adventskalender. Für sie werde ich das dann für nächstes Jahr nehmen. Genau. So. Ich beende jetzt hier den Vlog, weil ich muss ja jetzt auch wieder für morgen anfangen. Und sage jetzt wieder, das war's wieder von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Hallo, tschüss.